ein paar Leckerlis ins Gehege werfen, das geht immer. Thomas Engelhardt ist seit 28 Jahren für die Giraffen im Schweriner Zoo zuständig. Dichter heran kann er an Lifty und Tayo derzeit nicht, denn beide stehen unter Quarantäne. Lifty und Tayo, Mutter und Sohn, werden den Schweriner Zoo im August verlassen. Thomas Engelhardt bereitet sich auf den Abschied vor. Es wird mir erst bewusst, wenn es soweit ist. Jetzt kann ich es noch gut vertragen, weil ich habe schon einige Giraffen abgegeben in meiner Laufbahn hier. Aber wenn es jetzt erstmal endgültig ist für ein, zwei Jahre, das wird nicht so einfach für mich, glaube ich. Dort, wo jetzt noch die Giraffen in Ruhe essen, beginnen bald die Bauarbeiten zur neuen Löwenanlage. Das wäre für die Tiere zu viel Stress. Tayo und Lifty hätten sowieso demnächst getrennt werden müssen. Nun wird Tayo, der Sohn, in einem holländischen Zoo seine neue Heimat finden. Die Giraffenkuh Lifty fährt weiter südlich. Sie kommt nach Nürnberg. Dort kann sie vielleicht zeigen, was sie im Schweriner Zoo so alles gelernt hat. Na, mit Lifty zum Beispiel konnte ich gut arbeiten. Wir machen ja auch sowas wie Tagetraining, also trainieren ein bisschen mit den Tieren. Und sie war zunehmend vertraulicher als er zum Beispiel. Er ist ein bisschen scheuer. Und auch bei Kindergeburtstagen oder bei Erwachsenengeburtstagen war sie immer diejenige, auf die ich mich verlassen konnte und diesen Geburtstagen den Effekt gegeben hat. Tayo ist noch etwas scheu, aber auch mit ihm kann man gut arbeiten. Er guckt sich einiges von seiner Mutter ab. Den Umzug selbst übernimmt ein Spezialtransportunternehmen. Die Verteilung von großen Tieren auf andere Zoos ist international geregelt. Ein Zuchtbuchverantwortlicher hat den Überblick über die Vakanzen dieser Tierart in den zoologischen Gärten. Für Tayo und Lifty wird der Transport so stressfrei wie möglich ablaufen. Ja, viel erwarten tut die im Grunde eigentlich nicht. Sie werden in ihrem Stall aufwachen wie an jedem anderen Morgen. Nur dass dann an dem Tor, was sie in die Außenanlage führt, dann nicht in die Außenanlage geht, sondern im Grunde ein großer Pferdehänger mehr oder weniger steht, auf den sie dann laufen sollen. Das wird dann nachher ein bisschen ein Geduldsspiel, weil sie natürlich sehr skeptisch sind. Sie kennen die Situation nicht, aber nach und nach werden sie dann in diesen Transporter laufen. Die Löwenanlage, die hier entsteht, ist das größte Investitionsvorhaben der Schweriner Zoos. Für 5 Millionen Euro entsteht eine zweigeteilte Anlage. Das Gebäude, auf dem wir jetzt stehen, diese Giraffenplattform, wird komplett weggerissen und gegen ein neues Gebäude ersetzt. Da finden sich dann die Stallungen drin und einsehbaren Winterquartiere, wenn man so möchte, für die Löwen, für eine Antilopenart. Und aus diesem Gebäude gehen die Tiere raus in ihre Freianlagen. Das heißt, die Antilopenart in diesem Haus geht auf die Giraffenanlage, wo dann nachher auch die afrikanischen Strauße drauflaufen werden. Und die Löwen gehen nachher auf die andere Seite, also nicht zu den Giraffen, sondern auf die Hanglage und bewohnen dann nachher die Anlage, wo jetzt die Strauße untergebracht sind. Und kommen da auf knapp 3.500 Quadratmeter eine Freianlage. Tayo und Lifty werden in ihrer jeweiligen neuen Heimat bleiben. Doch manchmal sind Tiere auch nur zu Gast. Tigerkater Sergan schleicht seit einigen Monaten im Schweriner Zoo umher. Er stammt eigentlich aus dem Kölner Zoo. Auch dort wird umfangreich gebaut. Mindestens bis zum Frühjahr kommenden Jahres ist Sergan in Schwerin zu sehen. Er liebt es, an seinem Schnüffelblech die Gerüche der Besucher und mehr noch die der Besucherhunde aufzunehmen. Auch der Transport einer Großkatze geht heutzutage ohne Betäubung über die Bühne. Sergan wurde wochenlang trainiert. Das heißt, im Vorfeld macht man ein sogenanntes Kistentraining. Die Kiste steht dann schon mit in der Anlage, er kann sie beschnuppern und markieren und wird über Wochen im Grunde an diese Kiste gewöhnt, geht Zentimeter um Zentimeter rein. Und irgendwann, wenn es dann soweit ist, dass er abtransportiert werden soll, geht hinter ihm einfach der Schieber zu. Also er muss da nicht reingetrieben werden oder narkotisiert und reingetragen, sondern die trainieren, dort reinzugehen. Auch wenn Tierpfleger Thomas Engelhardt etwas schwer ums Herz ist, weil er sich von Tayo und Lifty trennen muss, eines ist klar, nach den ganzen Bauarbeiten werden auch wieder Giraffen in den Schweriner Zoo kommen. Sich von dem Giraffen-Mutter-Sohn-Paar zu verabschieden, ist ein guter Grund, in den nächsten Tagen nochmal im Zoo vorbeizuschauen.